Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Manfred Droger und nicht Manfred Weiß, der Chefredakteur der Computerwelt. Mein Namenskollege hat mich gebeten, ihn heute zu vertreten. Er ist leider verhindert und hat gesagt, nachdem er mich schon sehr viele Jahre kennt, sagt er, ich kann ihn sehr würdig vertreten. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Erstens auch dann willkommen auch von meinen Podiumsdiskutanten, Teilnehmer. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist immer wieder spannend, Informationen aus direkter Hand zu bekommen, auch mit dieser persönlichen Färbung, die einfach wichtig ist. Was bewegt Menschen wirklich? Was interessiert, also im heutigen Fall, was bewegt CEOs wirklich? Und um die Runde einfach einmal aufzuwärmen, würde ich Sie einfach bitten, sich kurz vorzustellen, von welchem Unternehmen Sie kommen, aber vor allem, was macht Ihr Unternehmen aus? Was ist das Wesen Ihres Unternehmens? Und wo glauben Sie von der Informationstechnologie her, welchen Beitrag haben Sie für den Erfolg Ihres Unternehmens? Darf ich vielleicht ganz... Guten Morgen. Okay, schönen guten Morgen. Mein Name ist Johann Reisinger. Ich komme von der Firma Intersport Austria und die Firma Intersport ist von der Marke her, glaube ich, gut bekannt. Wir sind der Marktführer in Österreich, was den Sportartikelhandel betrifft. Die IT hat bei uns eine lange Tradition im Unternehmen. Wir haben schon in den 70er Jahren begonnen, Prozesse über IT-gestützte Systeme zu optimieren. Das war sehr früh, auch vor allem für einen Handelsbetrieb. Wir sind Einkaufsgenossenschaft im ursprünglichen Sinn und daher auch immer wieder auch Dienstleister im IT-Umfeld für unsere Händler, die eigenständige Unternehmer sind. Und da, glaube ich, haben wir es geschafft in den letzten vielen Jahren, durch die Prozessintegration und vor allem durch die Integration der Information der selbstständigen Händler, des Verbundes an sich und den integrierten Abläufen, die sich dadurch ergeben haben, sowohl in der Zentrale als auch in der Einbindung unserer Handelsbetriebe in dieser speziellen Konstellation, hier einen gewaltigen Mehrwert und diesen Marktvorsprung, den wir auch haben, doch sehr stark mit zu verantworten. Danke, Herr Reisinger. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie werden Sie gesehen in Ihrem Unternehmen? Sind Sie der, das Unternehmen weiterbringt, oder der Verhinderer? Ja, von der Position her ist es so, dass also die IT direkt dem Vorstand unterstellt ist und schon also auch die Unternehmensorganisation führt. Also ich bin gleichzeitig auch Leiter der Unternehmensorganisation im Unternehmen und eben direkt Ansprechpartner des Vorstands für Veränderungen im Prozessbereich. Das wird dann sehr integriert abwickeln und auch natürlich direkt den strategischen Unternehmenszielen ableiten. Danke sehr. Herr von der Rand. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Pfundner. Ich bin für die IT der Stracktechnik GmbH zuständig. Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung, sprich wir haben Niederlassungen in 12 Ländern mittlerweile, circa 700 Mitarbeiter. Von der Ausrichtung her sind wir ein Handelsbetrieb. Wir stellen unseren Kunden alles zur Verfügung, was der Elektriker braucht, sind daher ein Handelsbetrieb, der aber sehr stark auf EDV und Technik aufsetzt. Wir waren auch in der Branche die Ersten, die sich mit klassischen neuen Technologien, mobilen Technologien auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel Apps oder Online-Shops. Wir haben das ja sehr früh damit begonnen, haben damit sehr gute Erfolge erzielt. Wir als Abteilung sind dahingehend ausgerichtet, dass wir, wie der Kollege auch schon angeführt hat, sehr stark auch das Prozessthema fokussieren und damit als IT sehr zentral im Unternehmen auch direkt in der Geschäftsführung positioniert sind. Danke, Herr Pfundner. Herr Rute, muss man vielleicht gleich entschuldigen, dass wir nicht kein Füßlauer Tafelwasser hier haben, aber wir werden das in der nächsten Produktdiskussion gleich nachholen.
Mein Name ist Michael Ruth. Ich komme von der Firma Otterkringer. Die Firma Otterkringer besteht aus einzelnen Teilfirmen, wie die bekannte Brauerei, die Vöslauer Mineralwasser AG, Kolarik, Leb und ein paar weniger bekannten Töchtern, die sich um Logistik oder Events kümmern. Ich bin dort seit 13 Jahren IT-Leiter, also ich kenne das Geschäft jetzt schon über Euro-Umstellung, über Rückverfolgungsverordnungen und so weiter, diverse Gesetze, die von der EU in die IT durchgeschlagen haben. Wir begleiten ein sehr spannendes IT-Umfeld mit meiner Abteilung, weil wir eben sowohl Handelsgeschäfte abwickeln und unser Handelspartner eben mit Ware versorgen und dadurch eben auch IT-Prozesse erforderlich sind, genauso wie die ganzen Produktionsthemen in unseren Führungsbetrieben für Slauer und Otterkringer. Wir werden, muss ich sagen, im Gegensatz zu meinen Vorrednern, vor allem eher als Dienstleister gesehen. Ja, das hat sich eigentlich durch unsere Konzernbildung entstanden. Wir sind von der IT her in die Führungsholding übersiedelt. Und das hat eigentlich jetzt dazu geführt, dass die einzelnen Unternehmen innerhalb der Gruppe eher föderalistisch geführt werden. Das heißt, man informiert uns natürlich über Projekte. Es gibt eine Jahresplanung der Aktivitäten, aber es gibt sehr wohl auch Entscheidungen, die dann sehr autonom getroffen werden und dann in meinen Arbeitsbereich durchschlagen. Gut, wenn Sie sagen föderalistisch, das klingt sehr nach komplex. Das heißt, ja. wo auch die Entscheidungen nicht so klar definiert, also zumindest es reden sehr viele Leute mit. Manchmal ist der Wunsch sehr da, in der Informationstechnologie zu standardisieren, zu zentralisieren. Wie geht es Ihnen damit? Also ich habe die Dienstleistungen, die wir anbieten, so zentralisiert, dass wir eigentlich an unsere Anwender einen Standard-Desktop für alle Services herantragen. Also wir haben beispielsweise ein Archivsystem, ein ERP-System, ein BI-System, das mandantengesteuert an alle beteiligten Unternehmen verteilt wird. Wie Sie sich vorstellen können, diese föderalistische Aufstellung macht genau diesen Punkt extrem schwer, weil natürlich jedes Unternehmen dann seine Prozesseigenheiten in diesen Desktop hineintragen möchte und dann nicht versteht, warum es vielleicht dann, warum die IT entscheidet, dass es dann ein ganz bestimmtes Produkt sein muss, das sie für ihre Anwender auswählt. Das heißt, sie brauchen eine gute Menschenkenntnis. Das stimmt. Danke, Herr Ruth. Christian Ott, ich komme vom Linzer Batteriehersteller Banner Batterien. Wir sind ein österreichisches Privatunternehmen, der einzige Batteriehersteller in Österreich. Und ich leite dort den Bereich Information und Organisation. Wir haben mehrere Geschäftsfelder. Das heißt, wir liefern einerseits sehr stark in die Erstausrüstung. Und da ist es eine Besonderheit, dass praktisch die IT-Dienstleistung Teil des Produktes ist. Wenn Sie die beste Batterie liefern und der EDI-Datensatz gelangt nicht beim Automobilhersteller ein, dann gilt das als nicht geliefert. Das heißt, hier ist die IT-Dienstleistung direkt mit dem Produkt verbunden. Wie werden wir gesehen im Unternehmen? Also es gibt ein IT-Leitbild. Wir sind der gestaltende Dienstleister und der Partner des Business. Das heißt, wir versuchen sehr stark gemeinsam mit den Bereichen das gesamte Unternehmen voranzutreiben. Also wir sind ja eher ein kleiner Batteriehersteller mit 6% Marktanteil. Es gibt zwei ganz große, die praktisch den Markt beherrschen. Das ist die Firma Exat und Firma Johnson Control. Und hier muss natürlich Banner so als Hecht im Karpfenteich sehr, sehr flexibel und auch innovativ agieren, damit wir überhaupt bestehen können. Und wir in der IT versuchen hier wirklich mit Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie die Bereiche so gut wie möglich zu unterstützen.
Herr Ott, danke. Der Name gestalterischer Dienstleister gefällt mir. Auch jetzt, wenn man sieht, Sie produzieren als Unternehmen Batterien, dass viele die Verlinkung mit Informationstechnologie, die nicht automatisch dabei ist, und wie Sie das schön formuliert haben, dass die ein Teil des Produktes, des Service sind, das Ihr Unternehmen dann liefert und auch damit auch ein Teil des Erfolges sind. Und offensichtlich gelingt es Ihnen auch Ihrer Geschäftsführung, das auch ganz klar zu kommunizieren. Ja, das war 20 Jahre Überzeugungsarbeit. Danke, Herr Ott. Mein Name ist Martin Burisch, ich bin verantwortlich für die Konzern-IT der Firma Gwitzter. Die Firma Gwitzter ist mit 1100 Mitarbeitern ein sehr diversifizierter, sage ich mal, Konzern oder Unternehmen. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Wir haben bei den 1100 Mitarbeitern 8 Divisionen unterschiedlicher Größenordnung. Und haben in diesen 8 Divisionen einerseits 4 verschiedene Produktionsunternehmen, einerseits chemische Industrie, wir haben Pharmaproduktion und in der Pharmaproduktion auch zum Beispiel einerseits Großserien, andererseits auch Kundenauftrags individuelle Einzelfertigung, wo wir zum Beispiel Salben, die Sie beim Apotheker bestellen können, auf Wunsch des Apothekers nach Rezept herstellen. Also völlig unterschiedliche Produktionsbedingungen, zum Beispiel diese Salben auch nach Pharma-Richtlinien, nicht nach Apothekerrichtlinien herstellen müssen. Das heißt, die Anforderungen sind hier enorm. Wir decken auch die ganze Pharma-Logistikkette und Produktionskette ab. Wir sind Produzent. Wir haben Pharma-Distribution, also die Lieferung vom Produzenten zum Großhändler. Wir sind Großhändler und wir betreuen die Apotheken und stellen auch ein Apothekensystem, eine Software, eine Warenwirtschaftssoftware mit POS-System selbst her und liefern an unsere Apotheker aus und betreuen das. Also hier ein sehr diversifiziertes Geschäftsfeld, zum Teil internationalisiert. Und unsere Rolle als Konzern-IT, wir sind in der Holding angesiedelt, ist es ganz eindeutig einerseits nicht zu standardisieren, aber die Lösungen, die wir für ein Unternehmen erarbeiten, mit diesem Unternehmen immer daran zu denken, dass diese für die anderen auch einsetzbar sind. Diese Lösung wird anpassbar sein. Wir können nicht Unternehmen mit unterschiedlichen Anforderungen, zum Beispiel Pharmaproduktion im validierten Umfeld auf eine normale Produktion, zum Beispiel in Enns, unsere Dachbahnen. Hier können wir nicht die Lösung 1:1 umlegen. Sowohl nicht die Lösung als auch nicht das Herangehen. Weil in Enns sagt man natürlich, wieso sollen wir validiert in dem Sinn produzieren oder dokumentieren. Das müssen wir nicht, das nimmt uns Wettbewerbsvorteile. Und hier gilt es, seit der Konzern-IT zu harmonisieren, würde ich einmal sagen. Und da bin ich auch froh, dass uns der Eigentümer nach intensiver, aber kurzer Diskussion im letzten Jahr auch die Möglichkeit gegeben hat und die Investments gegeben hat, innovativere Lösungen einzubringen, sowohl was das mobile Arbeiten betrifft, was das Unterstützen des Außendienstes betrifft. Wir haben jetzt den einen Außendienst erfolgreich mit einer App ausgestattet, die es ihm ermöglicht, flexibler am Markt zu agieren und den Bedürfnissen des Außendienstes entgegenzukommen, nicht unbedingt mit einem Laptop und einem entsprechenden behäbigen Equipment beim Kunden aufzutreten, sondern auch sich selbst einerseits effizienter als auch moderner zu präsentieren. Und das ist auch die Rolle, die wir wahrnehmen. Einerseits Innovation als IT-Dienstleister hereinzubringen, aber auch die Rolle zu haben, stärker zu hinterfragen, ist das wirklich wichtig? Können wir eine Lösung für andere Unternehmen brauchen? Und hier doch ein gewisses Regulativ wahrzunehmen, was uns durchaus gegenüber der Position des Dienstleisters in eine Spannungsposition hineinbringt, weil wir einfach nicht alles erfüllen können, was sich eine Division wünscht, wenn es für andere Divisionen nicht sinnvoll brauchbar ist. Gut, Herr Burisch. Dann danke mal für die Einleitung. Sie haben ein wichtiges Thema. Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen, das Thema der Innovation. Es gibt natürlich ein sehr großes Spannungsfeld. Auf der einen Seite die Kosten sehr stark reduzieren
zu müssen, zu schauen, drauf zu schauen, im Grunde genommen mehr zu machen mit dem Gleichen. Und auf der anderen Seite, Innovation heißt ja, neue Ideen zu generieren, und die brauchen auch gewisse Ressourcen. Und das, und da komme ich dann später noch drauf auf Sie alle zu, wie Sie dann mit dem Spannungsfeld dann umgehen. Danke, schon haben wir den nächsten Kandidaten. Ja, guten Morgen, mein Name ist Hannes Gutmeier. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als CEO in unterschiedlichen Unternehmen tätig und seit circa 1,5 Jahren bei der Firma Convert, einem ATX-Unternehmen im Immobilienbereich. Unser Immobilienvermögen beläuft sich auf circa 3 Milliarden Euro und wir verwalten circa 70.000 Einheiten in Eigenbestand und in Fremdbestand. Und die Firma besteht aus mehreren Unternehmensteilen. Bekannte sind die Eco-Gruppe, auch ein börsennotiertes Unternehmen, die Resag oder im deutschen Bereich die Alt und Kelber, und neu hinzugekommen an der Frankfurter Börse notiertes Unternehmen die KWG. Die größte Herausforderung im Unternehmen ist sicher, wir haben über 50 Standorte und machen immer wieder Zukäufe und auch Abverkäufe, wo das große Thema ist, dass wir die IT-Systeme der gekauften Unternehmen integrieren müssen, beziehungsweise wenn wir Immobilien verkaufen, dass wir hier auch sehr schnell die Daten den neuen Käufern bereitstellen zu müssen. Die IT ist direkt dem Direktorium unterstellt und ist im Unternehmen der Dienstleister, der hier auch die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und dem externen Dienstleistern darstellt und hier immer für Optimierung in den Geschäftsprozessen und für Innovationen sorgt. Wenn Sie sagen, Optimierung der Geschäftsprozesse, was ja natürlich sehr klar ist, gerade wenn Sie neue Unternehmen kaufen und wieder verkaufen, was bedeutet Innovation in dem Umfeld? Innovation bedeutet, wie können wir eben Prozesse optimieren? Mieterwechsel ist ein großes Thema bei uns. Da starten wir die Verwalter mit Tablets aus, dass die direkt vor Ort den Wechsel vornehmen können. Oder Installation eines Service Centers, das wir für ganz Deutschland an einen zentralen Punkt installieren, um hier eine bessere Erreichbarkeit, eine schnellere Beantwortung der offenen Punkte der Mieter zu erledigen zu können. Und hier kommen die Innovationen von der IT. Gut. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Ich habe erst vor ein paar Tagen eine nette, sag ich mal, Geschichte an Innovation gehört in dem Umfeld von einer Aufzugsfirma, und zwar in einem großen Gebäude, die Daten der Aufzüge auswertet, und die können damit sagen, ob die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein gewisser Mieter auszieht oder nicht, einfach anhand der Bewegung. Und das ist eine Information, die für den Erhalter des Gebäudes doch eine wichtige Information, ob es dann irgendwann mal einen Nachmieter dann sich darum kümmern muss oder nicht. Aber das ist einfach nur, wie man analytische Daten dann auswerten kann. Bieten Sie sowas auch Nein. an? Wobei Sie natürlich sehr viel Umsatz machen, und da ist ja also oft wird die Kosten, IT-Kosten auf den Umsatz gerechnet. Dann müssen Sie recht gut aussehen, wenn Sie sehr viel Umsatz machen. Danke sehr. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Roland Eschner. Ich komme von der CS, Caritas Soziales. Wir sind eine Non-Profit-Organisation in Wien ansässig, Schwerpunkt im Gesundheits- und Sozialbereich. Das heißt, wir beginnen mit Betreuung und Pflege im Prinzip im Kindergartenalter, Kindergartenhorte, gehen dann weiter über für ältere Menschen mit Schwerpunkt Demenz und Multiple Sklerose, Tagesbetreuung, mobile Betreuung, Hauskrankenpflege, wie der Name sagt, zu Hause, stationäre Pflege mit 3 Pflegeheimen in Wien und letztendlich die bekannteste Marke, das CS Hospiz Rennweg im stationären und mobilen Bereich. 2 große Herausforderungen, die wir als IT haben. Ich selbst bin jetzt seit 5 Jahren in der Organisation tätig. Das eine ist die Finanzierung im Gesundheits- und Sozialbereich. Das zweite ist die EDV-Affinität der Mitarbeiterinnen letztendlich und der Aufgabenschwerpunkt. IT ist dort grundsätzlich oder war grundsätzlich etwas Störendes, etwas Negatives, etwas Arbeitszeitraubendes, weil mir, wenn ich am Computer sitze, ja die Zeit fehlt, um meiner ursächlichen Aufgabe der Betreuung und Pflege von Menschen nachzukommen.
Mittlerweile ist es soweit, dass wir unter anderem die Pflegedokumentation auf eine elektronische Dokumentation umgestellt haben und in der ersten Umfrage kurz nach der Einführung bereits bis zu 75% Zustimmung hatten, dass dadurch der Arbeitsprozess unterstützt wird. Das heißt, die Leute sehen es positiv und wissen auch die IT als etwas Positives zu sehen. Wenn wir unserer Aufgabe nachkommen, sehr stark mit dem Business zusammenzuarbeiten, sehr stark kommunizieren, in die Prozesse hineingehen, versuchen, Prozesse zu verbessern und zu optimieren und letztendlich auch innovative Lösungen für unser Business zu bieten. Das heißt, im technologischen, im organisatorischen Umfeld, so wie es die Organisation an und für sich in ihrem Leitbild niedergeschrieben hat, Modelllösungen zu entwickeln im Pflege- und Betreuungsbereich, die dann am Markt Fuß fassen sollen, so versuchen wir das als IT zu unterstützen, halt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Spannend. Also man sieht auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die auch hier am Podium so unterschiedliche Unternehmen hier sind, ja auch ein gutes Spiegelbild ist der österreichischen Wirtschaft. Jetzt, wir hatten selber als Gartner eine Untersuchung gemacht, also machen alle Jahre, das sind so die Top-Themen von CEOs. Interessanterweise, wenn man das auf den Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz reduziert, ist Nummer 1 Kostenreduzierung. Und jetzt meine Frage an das Podium, wie gehen Sie damit um, wenn auf der einen Seite natürlich so stark auf die Kosten gesehen wird, Leute möchten einfach weniger oder Unternehmen weniger Geld ausgeben, auf der anderen Seite dieser hohe Bedarf an neuen Lösungen, an Innovation, am Markt für ein Unternehmen bestehen zu können. Und das geht meistens nur dadurch, dass ich eben neue Ideen eben generiere. Nur ein Beispiel dafür, also ich kenne ein Unternehmen, das selber in einem sehr konservativen Umfeld tätig ist. Die machen, drucken Briefe und man kann sich damit ausrechnen, dass wenn ich Briefe drucke und auch Rechnungen ausstelle, dass das ein Geschäftsfeld ist, das so langsam dann hinuntergeht. Die werten aber die Daten aus und geben dem Auftraggeber sehr viele Analysen darum, dass er selber mit diesen Daten sehr viel mehr anfangen kann. Also in dem Fall geht es darum, wo Rechnungen für Versicherungen ausgestellt werden und diese Firma kann so viele Daten analysieren, die dann wiederum für den Versicherer wertvoll ist, die er für seine Aktivitäten nutzen kann. Jetzt meine Frage an Sie, wer immer das Wort zuerst ergreifen möchte, wie gehen Sie mit dem Spannungsumfeld um, einerseits Kosten zu reduzieren oder mit den gleichen Kosten mehr zu machen und das Thema Innovation und vielleicht noch ein Wort zum Thema Innovation. Wenn man das Thema wirklich ernst nimmt, muss man ja auch dann viele Dinge, Produkte oder Services austesten, wo nicht alle wirklich abheben können. Wenn von 10 Dinge, die man hat, dann 5 gut laufen, dann ist das in vielen Fällen etwas Tolles. Nicht immer in jedem Unternehmen wird es akzeptiert, dass auch 5 dann eben nicht funktionieren. Wer möchte damit? Ja. Ich möchte wieder starten. Es ist natürlich ein Spannungsfeld, das Sie ansprechen. Aber ich denke, gerade in der IT ist die Möglichkeit hier aufgrund der schon technischen Fortentwicklung, die wir auf allen Ebenen haben, auch die Hardwarekosten sind ja im Verhältnis zu den Zahlen, die wir vor 20 Jahren hierfür zu berücksichtigen hatten, ja im Wesentlichen im Verhältnis zu der Leistung, die geboten wird und die dann das Unternehmen letztendlich auch zieht. Modelle, die es dort gibt, haben sich verändert. Man kann on demand sozusagen Leistung beziehen heute. Also ich glaube, das hat eine Entspannung gebracht, was den budgetären Bereich für diesen Sektor betrifft. Das, was dann natürlich genutzt werden kann, ist dann in den, sage ich auch schon fast vergangenen Jahren, sehr stark in die Optimierung der Anwendungen, der Applikationen geflossen. Bei uns ist es zumindest so, dass wir hier schon eine sehr, sehr hohe Prozessabdeckung der gesamten Unternehmensprozesse haben. Da gibt es also nicht mehr sehr viele weiße Flecken, wo wir uns jetzt noch mit Kernprozessen sowieso nicht mehr, aber mit eher schon Randprozessen beschäftigen, die noch Optimierung bringen.
Die Herausforderung, die wir heute haben, ist, diese Dinge so optimal einzusetzen, dass sie noch besser verfügbar werden und den Mitarbeitern zugänglicher werden und dort sozusagen noch mehr bewirken, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können und die Tools, die wir zur Verfügung stellen, a, optimal genutzt werden können und b, keinen Aufwand verursachen, diese auch aufzufinden. Also wir arbeiten sehr stark jetzt im Moment daran, integrative, ich sage es jetzt nicht das böse Wort, fast Menüs, also Strukturen wieder zur Verfügung zu stellen, die von den Prozessen, von den Rollen der Mitarbeitern her automatisiert angeboten werden. Und auf der anderen Seite Tablets, Dinge, die mehr Beweglichkeit, mehr Flexibilität, Mobilität bringen. Und da haben wir uns sehr stark auf das neue Windows-System auch referenziert, weil das den Vorteil hat, bestehende Formfaktoren wie ein Laptop sozusagen als Vorhandenes in den Formfaktor Tablet sehr schnell. Und jetzt natürlich die Frage, wo nehmen Sie das Geld her? Ist das Ihre Überzeugungsarbeit mit dem Vorstand? Das sowieso. Aber wir haben natürlich auch den Vorteil, fast sage ich, dass wir Dienstleister sind. Ich habe es jetzt erst kurz erwähnt. Also wir stellen ja unsere Systeme auch unseren Händlern zur Verfügung und seit 3 Jahren nicht mehr nur unseren eigenen Händlern, sondern der gesamten Handelsbranche in Österreich. Also da ist eine neue Firma entstanden, die Firma Mercaturia, wo ich auch Geschäftsführer bin und gleichzeitig hier auch für die Vermarktung von IT-Dienstleistungen, aber auch anderen Dienstleistungen des Unternehmens zuständig bin. Und diese Chance, die man dann auch selbst ergreifen muss als CIO und sagen, aha, dort kann ich ja selbst auch wirklich Geld verdienen und das Budget des eigenen Unternehmens auch im Hinblick auf das IT-Budget entlasten. Also es sind Trends, die wir gegangen sind in den letzten Jahren und die sich eigentlich schon sehr bewährt haben. Also Sie verdienen Ihr eigenes Geld, damit Sie das auch investieren können? Auch, ja, auch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass einfach Möglichkeiten bestehen, vorhandene Systeme, vorhandenes immer wieder so zu nutzen, sogar Stichwort serviceorientierte Programmierung, wo man also fachliche Funktionen, die in den Kernsystemen vorhanden sind, auch in allen anderen Bereichen wieder nutzen kann, das spart einfach Geld. Man braucht nicht immer wieder neu entwickeln, man hat eine gut laufende Funktion, die man halt wiederverwendet, um eben hier vieles zu sparen. Ja? Nämlich, dass nicht nur einmal funktioniert, sondern immer wieder. Und zweitens braucht man es nicht mehr austesten und verkürzt den Projektablauf und so weiter. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten und die sind machbar heutzutage. Herr Ott, wie gehen Sie, wo kriegen Sie das Geld her? Aus meiner Sicht kann man die IT-Kosten nie für sich allein gestellt betrachten. Man muss immer die Unternehmenskosten betrachten, weil wenn ich zum Beispiel als IT eine sehr innovative Lösung zur Verfügung stelle, die jetzt praktisch den Bereichen ein effizienteres Arbeiten ermögliche, dann wäre es ja kontraproduktiv, praktisch auf die IT-Kosten zu verzichten und dadurch in Kauf zu nehmen, dass die Fachbereiche sehr schlecht arbeiten. Das heißt, hier ist es einfach Überzeugungsarbeit des CIOs, die Geschäftsführung davon zu überzeugen oder die Geschäftsführung darauf hinzuweisen, welche Lösung es gibt und diese dann auch zu implementieren, gemeinsam mit dem Fachbereich. Könnte man dann sagen, Sie sind ein guter Marketier? Genau. Also ich glaube, dass es gerade der CIO muss sehr stark Eigenmarketing für seinen Bereich betreiben. Er muss aufzeigen, wie kann ich durch die IKT-Lösungen den anderen Bereichen praktisch Vorteile verschaffen. Und dann, wenn sich das rechnet, dann wird keine Geschäftsführung dem praktisch negativ gegenüberstehen. Andere Wortmeldungen, wo Sie das Geld herbekommen? Also bei uns ist das auch zweigeteilt im Bereich der laufenden Kosten. Versuchen wir ständig die Kosten zu reduzieren durch Standardisierung, durch Optimierung und durch Vereinheitlichungen. Und die zweite große Position, die bei uns ist, sind die Projektkosten. Und hier ist es relativ einfach, mit guten Argumenten durch die Vorteile, die wir im Geschäft haben, durch schnellere Durchlaufzeiten bei Ankauf oder Verkauf von Immobilien, hier die entsprechenden Mittel zu bekommen. Mhm. Gut, spannend. Ja. Wie läuft das bei uns? Also wir haben natürlich, nachdem wir in der Holding... Wir wollen ein paar Ideen haben, wo wir dann überall das Geld herbekommen, um mehr für die Informationstechnik zur Verfügung zu stellen. Durchaus. Also
In der Holding sind wir natürlich gefordert, kosteneffizient umzugehen und haben hier auch eine Budgetdeckelung, mit dem müssen wir einfach umgehen. Allerdings hatte ich auch das Glück, wie schon gesagt, also für die Tablets und für die Ausstattung hier ein Innovationsbudget zu bekommen, das eben entsprechend zu argumentieren ist. Und ich habe auch das Mandat, mir zu überlegen, wenn ich innovative Ideen habe, das mit einer Division entsprechend auch abgleichen kann, bei der Familie entsprechend auch natürlich das zu argumentieren. Und das hängt dann auch an mir. Ich würde sagen, nicht nur Marketier, sondern auch Diplomat zu sein, um dann das entsprechende Geld zu bekommen. Auf der anderen Seite natürlich, wie schon angesprochen, das Thema Hardware, Virtualisierung. Hier haben wir einiges eingespart. Wir hatten auch das Problem im Winter mit der Heizung, nachdem wir innovativerweise unsere Abwärme der Rechner an die Heizung gekoppelt haben, dass durch die Virtualisierung die Abwärme immer geringer wurde, was nicht dazu geführt hat, dass also wir ein bisschen mit Gas nachheizen mussten. Also es hat nicht nur Vorteile, die Virtualisierung, wie man sieht. Ja. Danke. Gut, ja, bei uns sind es im Prinzip drei Quellen, die Innovationen ermöglichen. Das eine ist, ich budgetiere eine kleine Summe jährlich und ist wirklich im Budget dafür vorgesehen. Und das ist eine sehr kleine Summe, die uns einfach ermöglicht, so ein bisschen im Sandkasten einmal zu spielen und Dinge zu evaluieren. Der zweite Punkt, auf den wir setzen, ist Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, mit Forschungsprojekten, mit all dem, was sich am Markt tut. Das heißt, hier stehen wir gerne auch als Forschungspartner in solchen Projekten zur Verfügung und versuchen hier unser Wissen einzubringen aus der Praxis, um dann entsprechende Produkte und Lösungen letztendlich mitentwickeln zu können, die uns dann weiterhelfen. Ja, und der dritte Punkt ist, es gibt sehr viel am Markt, es gibt bei uns sehr viel in der IT. Ich sage immer, die IT ist der große Werkzeugkasten, der letztendlich dem Business nur noch hilft, den Boden so zu beackern und so vorzubereiten, dass das Business dann darauf wachsen kann. Ich brauche nicht überall das große Geld oder Geld dazu, um innovativ zu sein. Meistens reicht der Blick über den Tellerrand, ein bisschen nachdenken und eine gute Idee dazu. Das ist eine sehr spannende Aussage. Möchte jemand die kommentieren, dass man nicht mehr Geld braucht? Herr Ruth. Also mein Chef ist Vorarlberger, deswegen ist das natürlich eine aufgelegte Frage für mich, wie man mit dem Geld einigermaßen gut umgeht, weil er da wirklich auch immer die Hand drauf hat. Ich habe deswegen schon 2006 sehr viel in ein Outsourcing investiert, wo wir mit einem strategischen Partner unsere Systeme zentralisiert haben und dort eigentlich von personellen Wissen und von personellen Ressourcen und von geteilten Rechnerressourcen profitieren. Also das denke ich, das ist, glaube ich, auch ein sehr konstruktiver Ansatz, um Kosten zu sparen. Auch diese ganzen Cloud-Themen, denke ich, werden auch in Zukunft den Unternehmern einen großen Kostenvorteil bringen, wenn sie zielgesetzt eingesetzt werden. Spannend, da haben Sie recht, ein sehr gutes Thema, Sourcing, Outsourcing und auch Cloud gebracht, auch in dem Zusammenhang mit Kostensparen. Was sind Ihre Erfahrungen mit Kostensparen? Wo finden Sie das Geld her, um Ihre innovativen Bereiche weiterzutreiben? Und ist Sourcing, also Outsourcing und Cloud eine Möglichkeit, Kosten zu sparen? Ja, das Thema Kosten ist natürlich immer ein ganz wesentliches und zentrales. Wir haben es geschafft, beziehungsweise unsere Geschäftsführung ist ganz fest davon überzeugt, dass wir unseren Marktvorteil und unsere Marktposition nur dann halten müssen, verbessern können, wenn wir konstant innovativ sind. Daher sind unsere Budgets auch dahingehend aufgeteilt, dass wir ganz klar einen Teil unseres Budgets für die Maintenance und die laufende Betreuung unserer bestehenden Systeme verwenden und aufwenden und im Rahmen einer Mehrjahresplanung innovative Themen geplant werden. Sprich, da werden klare, im Rahmen der Jahresplanung klare Budgetpositionen für, sagen wir mal, angedachte Innovationen, die teilweise konkreter, teilweise weniger konkret zu dem Zeitpunkt sind, eingeplant. Und dann passiert aber das, was immer passiert, und während des Jahres gibt es neue Ideen, gibt es neue Marktentwicklungen. Und was uns auszeichnet, womit wir ständig umgehen müssen,
Und ich glaube, da sind wir nicht ganz alleine, ist, dass wir einfach ständig neue Prioritäten bekommen, weil sich einfach die Märkte verändern, die Situationen verändern, neue Ideen an uns herangebracht werden und wir dann natürlich sehr stark in diesem Portfolio-Thema drinnen sind, um letztendlich für die einzelnen Dinge, die da mal geplant waren und die neuen Themen entsprechend Business Cases zu aktualisieren und herauszufinden, wo wir die bestehenden und die budgetierten und vielleicht auch mal zusätzlichen Ressourcen, wenn es ein ganz ein tolles neues Thema gibt, am besten fürs Unternehmen einsetzen können. Zum Thema Sourcing vielleicht noch. Wir haben uns das Thema letztes Jahr ganz im Detail angesehen, weil es für uns natürlich auch die Frage war, oder die Geschäftsführung ist zu uns gekommen, wir machen relativ viel selber. Da gibt es große Trends, würde es nicht Sinn machen, gewisse Dinge outzusourcen, co-zusourcen und so weiter. Wir haben dann für uns eine ganz klare Definition, eine Strategie festgelegt, wie für uns das Thema Sourcing optimal ist. Und wir haben da eben einfach definiert, sozusagen Systeme, die für uns nicht businesskritisch sind, die bei uns keinen extrem wirklichen Mehrwert bringen, sind grundsätzlich outsourcebar. Alles, was Kernthema ist, Innovationsträger ist, bleibt ganz klar im Haus. Wir haben da zum Beispiel Thema Produktentwicklung im Webbereich, wo wir einiges tun. Und da gibt es eine ganz klare Trennung, dass gewisse Dinge einfach in-house gemacht werden, andere Dinge zugekauft werden. Aber für uns war in diesem Zusammenhang das Thema Flexibilität ein ganz ein wesentliches. Wenn ich einen Outsourcing-Vertrag habe, bin ich natürlich in den meisten Fällen nicht mehr so flexibel, wie wenn ich Dinge selber mache, auch wenn es vielleicht dann kostenmäßig vielleicht einmal nicht ganz so optimal läuft. Finde ich spannend und eben, dass Sie auch letztes Jahr eben ganz klar für sich intern dann entschieden haben, wie gehen Sie mit dem Thema um. Andere Meldungen, gerade was das Thema Sourcing anbelangt, Sie haben auch erzählt davon, dass Sie Ihre Software selber machen. Auch da gehe ich mal davon aus, dass viele Stimmen sagen, nein, das könnte man doch extern betreiben. Wie gehen Sie damit um? Ja, also man muss unterscheiden. Also wir sind ein Full-Service-Dienstleister. Es gibt nur ganz kleine nebensächliche Bereiche, die wir derzeit outgesourced haben. Bei der eigenentwickelten Software muss man unterscheiden zwischen dem Produkt, das wir für die Apotheker herstellen. Das ist unser Produkt, das können wir nicht outsourcen. Das ist ja unsere Leistung. Die bleibt natürlich bei uns und wird entsprechend auch vermarktet. Das andere Thema ist natürlich eigenentwickelte Software. Hier haben wir in unserer größten Division noch ein ERP-System, das in 15 Jahren harter Arbeit von den Entwicklern erstellt wurde und das sicherlich auch irgendwann ein Ablaufdatum hat. Allerdings eher aus der Risikosicht heraus, wer weiß noch, wie dort alles läuft. Mhm. Wobei, jetzt weiß ich es nach einem Jahr, Redokumentation. Und das ist sicherlich ein Thema, das für uns wesentlich sein wird, nämlich das Risiko zu minimieren, das mit der IT auch hineingebracht wird ins Unternehmen und wo wir auch einen starken Trend sehen, der uns nicht so gefällt, aber mit dem wir umgehen müssen, ist das Thema Compliance. Wir sind immer stärker gefordert, die Regulative, nicht nur im Pharmabereich. Wir haben auch Kunden in unserer Pharmadistribution, die selbst massive Anforderungen stellen, auch amerikanische Kunden im Bereich SOX, wo wir unsere Systeme, unsere Prozesse, unsere Verfahrensweisen danach ausrichten müssen, was uns aber auch nicht billiger macht. Genau, weil auch die Compliance kostet. Genau, und das Thema Sourcing ist so eines, dass ich denke, ohne jetzt eine Sourcing-Strategie per se neu definiert zu haben, dass die Flexibilität, die wir jetzt haben, die Kosten, die wir jetzt haben, nicht stark senkbar sind. Durch die diversifizierten Dienstleistungen, die wir erbringen, durch das Know-how der Mitarbeiter, das würde uns im Moment in Kernbereichen einen massiven Wettbewerbsnachteil bringen. Aber ich denke mal, auch in den nächsten Jahren wird irgendwann einmal die Frage gestellt werden und ich werde mich darauf ausrichten müssen. Danke für den Beitrag. Jetzt, wenn wir das Thema der Podiumsdiskussion hernehmen, was interessiert Österreichs CEOs denn wirklich? Darf ich mir ein paar provokante Fragen dann erlauben? Und zwar geht es natürlich, was auch interessiert, ist auch die persönliche Karriere. Jetzt haben wir ganz am Anfang gehört, was CIO heißt, Chief Information Officer. Das ist jetzt eine Deutungen. Man könnte aber auch sagen, Career is over. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Jetzt die provokante Frage, glauben Sie, dass es Ihren Job in 10 Jahren noch gibt?
beziehungsweise was tun Sie, um in Ihrer Karriere weiterzukommen? Wen darf ich da? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es den Job noch gibt, weil wir im Unternehmen auch schon die Ausrichtung machen. Wir gehen immer wie weiter Infrastruktur in die Outsourcing, um auch hier viel flexibler auf Veränderungen reagieren zu können. Personalstand rauf, runter, Datenmengen rauf, runter. Ja, somit, damit ich das richtig verstehe, Infrastruktur wird bei Ihnen outgesourced. Ist outgesourced. Ja, was ungefähr in dem auch entspricht, was Sie sagen, was ist Kernbusiness und was ist kein Kernbusiness. Ja. Und somit ist die Aufgabe des CEOs im Infrastrukturbereich maximal das Handling nach der Verträge. Vielmehr legen wir Wert und auch ich im Bereich Unterstützung im Bereich der Prozesse, im Fachbereich. Und da geht auch die Tätigkeit hin. Ich habe nur ein Kernteam von Mitarbeitern, die sich ausschließlich um die Applikations-Consultant kümmern, wo wir unseren Schwerpunkt sehen und auch sehen werden in der Zukunft und weder in der Entwicklung noch im Bereich der Infrastruktur. Und somit bin ich fest der Meinung, dass der CIO ein sehr guter Sparringpartner für die Geschäftsleitung ist, um auch hier immer wieder Innovationen ins Thema zu bringen. Gut, und was machen Sie, damit Sie in Ihrer Karriere weiterkommen? Sie haben auch gesagt, inhaltlich, wo Sie inhaltlich dann Prozesse, das ist ja tagtägliche Arbeit. Ja, also ich beschäftige mich sehr stark mit dem Business, ja. Um auch hier immer wieder auf Augenhöhe mit dem Direktorium und mit dem Fachbereich diskutieren zu können. Gut. Wann kommen Sie in den Vorstand? Bei Banner-Batterien gibt es keinen Vorstand. Es gibt zwei Eigentümer, die auch gleichzeitig Geschäftsführer sind. Und in meinem Bereich ist wahrscheinlich CIO Careers Over auch treffend, weil ich sitze unter der Geschäftsführung. In die Geschäftsführung kommen nur Familienmitglieder, also ist sie in dem Fall over. Ich glaube, Sie sind schon verheiratet. Meiner Meinung nach muss der CIO hat sehr große Herausforderungen an sein Know-how. Das heißt, er muss sich ständig weiterbilden. Also ich habe selbst grundsätzlich mal Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann an der Donau-Uni strategisches Informationsmanagement gemacht und dann praktisch noch ein MBA dazu, damit ich akzeptiert werde im Business, weil ich dementsprechend natürlich auch businesskonform das Know-how einbringen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wenn das Business das Gefühl hat, ich bin jetzt dieser ITler, der ja nur in seinen Systemen denkt, dann werde ich nie akzeptiert werden. Und von der Seite her muss man praktisch hier doch sehr stark in die eigene Qualität auch investieren. Ja, ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den Sie erwähnt haben. Ist auch natürlich die Frage, wie geht jeder selber damit um? Es kommen unglaublich viele neue Themen dabei. Jeder hat von uns gewisse Erfahrungen, aber wie kann ich denn diese Erfahrungen einfach dann erweitern, Neues dazulernen? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, wie man dann damit umgehen kann. Ja, und vielleicht zur Frage, ob es den CIO noch geben wird. Ich glaube schon, vielleicht in einer veränderten Form. Es wird immer mehr zum Richtung Informationsmanagement gehen. Mhm. Das heißt, die Verbindung Informationsbereitstellung, Informationen im Unternehmen auch zielgerichtet einzusetzen. Das, man spricht ja die Information als vierte Produktionsressource. Ja. Und hier das zu managen, das wird die Aufgabe des CIO sein, was natürlich sehr stark auch in die Organisation reingeht. Was natürlich auch der Hintergrund der Frage ist, ob es jetzt in 10 Jahren diese Position noch gibt, ist die, dass in der Vergangenheit war die IT-Abteilung verantwortlich zu 80-85% der gesamten IT-Ausgaben. Das wird sich massiv verändern in den nächsten 5 Jahren. Weil natürlich sehr viele Entscheidungen, gerade was Informationstechnologie oder wenn ich jetzt Tablets oder Frontend-Bereiche dann sehe oder auch Software wie CM in ganz anderen Bereichen dann entschieden wird. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit kann da IT-CIO dort mitspielen, und Sie haben das auch den Punkt erwähnt, dass es mehr in Informationsmanagement geht. Ja? Herr Pfundl, was machen Sie für Ihre Karriere? Also ich denke, dass es ganz wesentlich ist, einmal darauf aufzusetzen, was wird die Differenzierung, was wird den Mehrwert des Unternehmens im Markt darstellen zu diesem Zeitpunkt. Wenn man sich die Globalisierung ansieht, die allgegenwärtig ist, werden es wahrscheinlich nicht die Produkte sein, sondern es wird darum gehen, das beste Service rundherum zu bieten, und das Service bringe ich über Prozesse.
Ja, über Geschwindigkeit, über Verlässlichkeit, über Information. Und deswegen bin ich der absoluten Auffassung, dass es die Rolle des CEOs natürlich weiterhin geben wird. Wir sehen uns jetzt auch schon in den letzten Jahren einer immer steigenden Komplexität der Informationen und der Informationssysteme gegenüber. Das Thema Architektur wird immer wichtiger. Wie steuere ich die Information, die Informationswege, die Sicherstellung der Richtigkeit und der Sicherheit der Daten, also das Thema Informationssicherheit wird immer wichtiger, ja, auch wenn man sich diese Hype-Themen und diese allgegenwärtigen Themen wie Cloud und Outsourcing und Mobilität der Daten ansieht. Das sind ganz wesentliche Dinge. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, was macht man persönlich? Ja, ganz klar Fokus auf die Prozesse, auf das Business-Know-how, Ausrichtung, auf das Business, auf die Anforderungen des Unternehmens, wie kann man die Unternehmensziele noch besser unterstützen, wie kann man noch besser die Kundenprozesse unterstützen, wie kann man sich da besser integrieren, wie kann man Mehrwert bringen. Sehr viele spannende Punkte, speziell die Prozesse, auch sich auf Prozesse zu einigen. Was sind Sie für Ihre Karriere? Karriere ist over. vielleicht ein bisschen einen unterschiedlichen Werdegang zu meinen Kollegen auch. Ich bin erst seit 5 Jahren wieder bei Intersport als CEO tätig, war vorher großen IT-Dienstleister, Geschäftsführer und habe mich dann entschlossen, wieder in ein Unternehmen einzutreten, um dort eigentlich als Dienstleister für